Hey Leute, willkommen zu nun schon 53. Part von Elite Smash. Und heute spielen wir Meta Knight, ein Charakter, bei dem ich auch wieder zugeben muss, dass er von Ultimate ein bisschen zerstört wurde. Was witzig ist ja, dass man am Anfang so wirklich dachte, dass der einer der besten Charakter in diesem Game wird, da manche Leute damals zum Ultimate Release das Game ein bisschen früher hatten. Und ja, schon Kombos im Trainingsmode ausgetestet haben. Die sogenannten Twitter-Kombos, die ja so gut wie nie true sind, sondern einfach immer gegen CPU, am besten noch gegen Donkey Kong gemacht werden, ne, damit man den Gegner auch richtig schön oft kombon und treffen kann, weil Donkey Kong ja so fett ist. Und ja, da konnte dann Meta Knight so richtig kranke Kombos machen. Und zwar einfach Dash-Tech-Kombos als Ende nicht Abi, sondern die neue Nutebi. Und das hat halt Leute bei 50% an der Kante war es, glaube ich, ungefähr, ja. Hat das halt weggekillt, ne? Also was heißt Leute halt, einfach den CPU im Trainingsmode, ne? Und eben, wie gesagt, richtig viele Leute hatten Angst, dass eben es direkt wieder so ein komplett OP Target, der alle nach einem Move halt direkt wegkommen kann. Problem ist nur, wie gesagt, das waren Twitter-Kombos, die nicht true waren. Ich habe auch Sachen gehört, wie das wurde direkt rausgepatcht, also dass Meta Knight sogar vor Release noch gebufft wurde. Ja, kann aber jetzt auch sein, dass das eben untrue ist, weil ganz ehrlich, ich habe eigentlich noch keinen gehört, der das irgendwie großartig bestätigen konnte, dass Meta Knight instant genervt wurde. Falls doch, ja, dann habe ich das einfach nur mitbekommen und entschuldige mich natürlich hier direkt mal für die Falschinformationen, aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall dachten halt am Anfang viele, dass Meta Knight komplett OP wird, ist er aber im Endeffekt nicht geworden. Und ich kann gar nicht so krass mir erklären, woran es jetzt liegt, ne? Weil wie ihr seht, vieles funktioniert auf jeden Fall noch. Das Problem, ich glaube, das größte Problem ist wirklich seine Range, die er jetzt hat. Und zwar, ja, es ist irgendwie schwierig, mit Meta Knight Hits reinzubekommen, hat man so das Gefühl. Er ist halt natürlich ungefähr so wie Roy, von wegen, er hat ein Schwert, muss aber trotzdem close up kämpfen. Problem dabei ist aber eben, dass er irgendwie mit seinem Schwert keine so geile Hitbox hat einfach. Also, und vor allem bei diesen Multi-Hit-Moves, droppt der Gegner mittlerweile richtig oft raus, ne? Und ja, das kann dann halt schon echt den Charakter an sich gut zerstören, aber wie gesagt, ich kann es mir jetzt nicht zu 100% erklären, warum Meta Knight wirklich so scheiße ist eigentlich. Also, ja, was heißt scheiße? Aber halt einfach im Vergleich zu Smash 4 ist Meta Knight echt gar nichts mehr, ne? Den haben sie echt ziemlich krank genervt, so. Der größte, ja, Nerf ist natürlich, dass die Ladder-Kombos nicht mehr so wirklich funktionieren, ne? Nur auf Heavies funktionieren die Ladder-Kombos und auch nur, wenn sie nicht die ganze Zeit nach oben dir ein, weil eben, die können natürlich auch trotzdem rauskommen und vor allem killt halt die Abi dann am Ende gar nicht mehr. Und Nutribi ist auch nicht true, so wie man es damals in den Twitter-Kombos gesehen hat. Man kann so eine Kombo mit Nutribi eigentlich fast nie beenden, ne? Weil Nutribi hat einfach zu viel Startup so, ne? Ich kann es euch ja hier mal zeigen, ihr habt es gerade gesehen, ich habe Nutribi gedrückt und er konnte mich einfach richtig easy grabben, weil sein Move einfach viel, viel schneller ist und weil eben das viel, viel, viel zu viel Startup hat. Weswegen es einfach eben Meta Knight halt einfach halb so gefährlich ist, wie die Leute am Anfang dachten. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich ihn sehr spaßig und auch eben dort trotzdem halt noch im Mid-Tier. Einfach weil an sich kann er halt trotzdem noch ein paar Sachen machen. Ne? Er hat zum Beispiel auch trotzdem ganz guten Damage-Output, dadurch, dass er hier so wenig Moves jetzt so trifft, macht er eigentlich schon ganz guten Damage und er hat natürlich auch schon manche Matchups, die ziemlich, ziemlich gut für ihn sind. Zum Beispiel eben gegen die Heavies, ne? Und jetzt habe ich mich gerade gesehen, das ist natürlich unschön. Wie gesagt, die Kombos sind zwar nicht mehr dieselben, also halt nicht mehr so gefährlich, aber gegen Heavies kann er trotzdem noch sehr, sehr viel, sehr einfach connecten. Oder auch natürlich gegen Mewtwo, weil Big Buddy und so. Und natürlich Offstage kann er manche Charakter auch ziemlich schnell zerstören. So ein Little Mac zum Beispiel, der wird da halt einfach gar nichts machen können. Meta Knight kann mit seinen Jumps einfach abwarten, bis der Gegner endlich recovern muss. Also zum Beispiel seinen Jump nutzen muss oder seine Abwehr nutzen muss. Und ja, dann kann man den meistens einfach mit Backair, finde ich, ist so eigentlich der beste Move. Ansonsten noch Neutral Air, ne? Da kann man zum Beispiel hier ganz, ganz schnell runterdroppen mit Neutral Air. Ansonsten, wie gesagt, Backair, weil Backair ist ziemlich lange draußen und hat auch extrem gutes Knockback. Also Backair killt wirklich ziemlich früh auf ja, manchen Chars. Kannst ja gerade mal probieren, hier an der Kante eine Backair zu connecten. Da ihr seht, das ist schon echt starkes Knockback, ne? Und wenn man das halt offstage trifft, dann ist der Gegner da halt echt ziemlich früh tot. Das heißt, das Edge Guarding ist trotzdem noch ziemlich stark, aber halt die Ladder-Kombos sind halt einfach, ja, weak. So, was ich aber auch noch ja, zu Meta Knight sagen muss, ist, dass er trotzdem immer noch richtig gut bockt so. Und was ich auch zugeben muss, ist, dass ich ihn eigentlich noch wie in Smash 4 spiele. Also ich habe mich jetzt noch nicht großartig befasst, welche Kombos jetzt nicht mehr so gut funktionieren und welche Kombos jetzt besser funktionieren. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass dass genau die Down Air hier von Meta Knight viel, viel besser wurde und man Down Air Trains machen kann. Auf manchen Charakteren kann man einfach Down Air, Down Air, Down Air, Back Air machen. Aber ganz ehrlich, ich habe mich damit wirklich nicht großartig befasst.
Und muss auch zugeben, dass Meta Knight gar nicht mal so einfach zu spielen ist, ne? Früher war es halt so, also früher ist halt Smash 4, war es halt so, du hast einfach Dash-Tag gemacht und dann konntest du daraus easy combo'n, du hast Grab gemacht, du konntest easy combo'n. Der war an sich sehr leicht verständlich und jetzt ist es halt so, dass man wirklich aufpassen muss, dass man es nicht mit ihm übertreibt eben, weil es funktioniert halt nicht mehr alles so perfekt wie in Smash 4, ne? Manchmal fliegt der Gegner einfach auf so einen Move raus, man hätte den Move dann im Endeffekt gar nicht machen sollen. Oder man wird halt generell schwieriger einfach die Hits reinbekommen, weil auch zum Beispiel die Dash-Tag ist zwar noch vom Aussehen her dieselbe, aber die ist nicht mehr so, soll man sagen, die ist nicht mehr so safe, habe ich halt das Gefühl, ne? Früher war die echt ziemlich gut spammable und man konnte daraus richtig easy in Abi connecten, aber jetzt, Alter, vor allem Abi, keine Ahnung, was damit los ist, aber das connectet nicht mehr richtig da. Seht ihr es? Es hat nicht richtig connected in den letzten Hit. Das müsste auf jeden Fall mal gefixt werden, weil dann könnte er schon einfacher an Kills halt einfach kommen. Ich meine, er wäre jetzt da gerade eben tot gewesen, aber er ist natürlich rausgeflogen. Heißt, ja, er hat nur den ersten Hit abbekommen, der halt mega weak ist. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich dann immer mal wieder abfuckt. Mein klar, bei Samus gibt es auch Moves, wo der Gegner halt rausfliegt, aber die sind längst nicht so nervig wie bei MK, weil eben bei MK ist es halt die Abi, die unbedingt killen sollte, ne? Vor allem, weil man die ja manchmal eben nach einem Downthrow oder nach einer Dash-Tag macht oder generell damit auch Out of Shield punchen kann. Und wenn dann der Gegner rausfliegt und man mit übertrieben viel Lag dann landet mit der Abi, dafür gepunished wird, das ist halt dann schon echt sad, muss man sagen. Und eben, ihr seht es hier, früher Dash-Tag 2 into Up-Tilt gecombot. Also, ja, Dash-Tag, Up-Tilt, Up-Air war ja so die Standard-Kombo, ne, und jetzt mittlerweile, es funktioniert halt einfach nicht mehr so wunderbar. Und das ist das, was mich teilweise noch ein bisschen verwirrt, weil eben dann übertreibe ich es halt manchmal und werde extrem dafür gepunished. Jetzt, so wie da gerade eben, hat er ja einfach einen Buff reinbekommen, hat mich damit ziemlich früh aus dem Spiel nehmen können. Und das ist halt allgemein ziemlich unschön, weil ich stelle mir so vor, okay, das wird jetzt eine richtig heftige Kombo, die ich da aus der Dash-Tag bekomme, und dann wird es im Endeffekt einfach gar nichts, ne. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, man muss sich halt vielleicht so ein bisschen dann umgewöhnen. Aber ich denke trotzdem, dass wenn man Meta Knight unbedingt spielen will, dass man sich dann umgewöhnen kann und eben trotzdem gegen manche Chars halt einen sehr guten Counterpick hat, zum Beispiel gegen Heavies. Ich weiß jetzt nicht, welcher Char so wirklich großartig gegen Heavies struggelt, aber ne, falls man das hat, Meta Knight kann die auf jeden Fall ziemlich gut auseinandernehmen. Vor allem, weil die meisten Heavies ja auch keine gute Recovery haben. Heißt, dass eben die meisten Heavies halt auch einfach offstage von Meta Knight auseinandergenommen werden. Das hätte ich besser punishen können, hätte ich vielleicht sogar einen F-Smash schon timen können, aber ist egal. Weil, ja, natürlich fliegt er aus meiner Becke raus, genau, das ist halt das, was ich meinte. Hätte die Becke da getroffen, dann wäre er wahrscheinlich offstage gewesen und das wäre wunderbar für mich gewesen. Aber natürlich connectet die Becke nicht richtig und ja, ich muss dann dafür sterben. Wie gesagt, das ist halt das Einzige, was mich am Internet eigentlich ein bisschen so wütend macht. Ansonsten auf jeden Fall ziemlich spaßiger Charakter, mit dem ich aber auch noch eigentlich einiges lernen müsste. Wie gesagt, ich spiele ihn halt eigentlich auch exakt gleich wie in Smash 4, ne? Und das sollte man natürlich auch nie machen, aber ist auch nicht so schlimm, weil es ist eh nur Elite Smash, deswegen, wie gesagt, da muss ich euch ja nicht das Allerbeste so zeigen, sondern nur so einfach Standard-Ideen geben, wie man den Charakter spielen könnte, worin der wirklich gut ist und so. Und ja, ich probiere jetzt gerade ein bisschen eigentlich meine Backairs zu connecten, weil Backair halt, ja, natürlich killt und auch ein ziemlich gutes Spacing-Tool ist, finde ich zumindest so. Aber ich kriege gerade gar keine Hits mehr wirklich rein, ne? Und wie ihr seht, aus Backair rausgeflogen, aus Fair rausgeflogen, ja, das müsste man halt einfach mal true machen, ne? Dass das irgendwie immer in sich connected. Das ist halt echt sehr traurig. Allein dadurch, dass ich jetzt schon ewig hier den Kill suche, hat er einfach schon übertrieben 4% aufbauen können. Und eben, ich habe es halt auch gerade generell schwierig, einen Hit reinzubekommen, ne? Das ist halt das, was ich auch eben meinte. So, es ist gar nicht mehr so einfach, mit Meta Knight einen Hit zu bekommen. Oder einen richtigen Punish halt, weil sehr viele Moves von ihm halt einfach gar nicht mehr killen. Und halt, ja, sehr viele Moves von ihm auch nicht mehr richtig connecten, ne? Ich probiere immer mit Becker irgendwie den Jump von seinem Schild, aus seinem Schild heraus zu catchen, aber es funktioniert nicht wirklich gerade. Und ich kriege gerade gar keine richtigen entscheidenden Hits mehr rein. Und ja, den F-Tilt hätte ich nicht gegen das Schild machen sollen. Das war definitiv mein Fehler. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Meta Knight struggelt einfach im Killen, das muss man schon sagen. Man sieht vielleicht hier und da so, oh, der F-Smash ist ja richtig stark, ne? Sieht man vielleicht so ein paar frühe Kills, aber außerdem hat er halt echt keine kranken Kill-Moves so. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt schade finde. Ja, nochmal so generell gesprochen, muss ich aber auch sagen, dass ich es relativ okay finde, dass Meta Knight jetzt nicht so krank ist. Er ist zwar ein cooler Charakter, aber er war in Smash 4 auch eins der schlimmsten Matchups für Samus, weil er Samus einfach richtig, richtig easy comboen konnte. Und ja, auch mega früh killen konnte durch die ganzen Up-Air-Strings und eben dadurch, dass die Up-B dann gekillt hat, konnte er das True comboen. Up-Air, 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 Up-B, man kennt es, also davor natürlich noch die Dash-Tag. Und ja, das war ein ziemlicher Albtraum, das Matchup, so. Deswegen ist es für mich schon okay, dass Meta Knight jetzt nicht mehr das ganze Kranke hat. Aber es ist halt trotzdem
Schade, wenn man den spielt, ne? Und so, wie gesagt, halt einfach Kombos erwartet, die jetzt so super funktionieren und dann aber sieht, das geht ja gar nicht mehr, ne? Und dann fragt man sich halt so, was macht er jetzt? Na klar, wie gesagt, ich habe auch noch nicht die großartigen neuen Kombos mir so wirklich angeschaut eben, was man so aus Down Air zum Beispiel confirmen kann oder so, oder ob man da überhaupt großartig was draus confirmen kann, kann ich euch nicht wirklich bestätigen. Oh, was? Ich wollte damit sowas von Jabblocken, ne? Es sah auch aus wie ein Jabblock, aber scheinbar ja nicht. Okay, da muss ich drauf achten. Und kommt jetzt Spike? Nein, kommt's nicht. Die Nutebee ist übrigens ziemlich nice, finde ich zumindest. Einzig Schwierige ist hier auch wieder, die richtig zu connecten. So, also manchmal, ja, denkt man sich so, okay, das könnte jetzt ein sicker Nutebee-Punish werden, hier zum Beispiel. Aber es ist dann hier und da doch nicht so einfach, die Nutebee zu bekommen, weil eben, die hat viel Startup, ne, ihr seht's, der springt erst hoch und erst dann kommt der Tornado raus und ja, da bin ich natürlich reingerollt. Und das fuckt ein bisschen ab, weil eben, ne, dann hat man manche Punishes so nicht mehr wirklich available, weil man es einfach nicht mehr nutzen kann. Als großartigen Punish. Und einzige, wo Nutebee wirklich gut ist, ist halt Offstage, weil man kann mit Nutebee relativ einfach den Gegner Offstage treffen und dann wieder zurück zur Stage gehen, aber man muss sich halt auch eigentlich sicher sein, dass man den Gegner trifft, weil ansonsten kommt man zurück zur Stage, ne, und dann kann das halt punishen. Wenn er getroffen wird, natürlich nicht so wirklich. So, jetzt probiere ich mal Back Air, nein. Das war früher auch so Standard-Kombo. Dashtag, Up Air, Back Air und dann Jetlock und sowas, ne. Ich denke, die ganzen Meta-Knight-Spieler oder Meta-Knight-Mains werden es auf jeden Fall noch kennen. Was ich übrigens vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass dieser Charakter vom guten Samuel vorgeschlagen wurde. Witzige hierbei ist auch, ja, so wie bei Peach und bei Lukas, dass ich Meta Knight als einen der nächsten Chars für Elite Smash geplant hatte. Mein Plan war halt so, zuerst Peach, dann Lukas und dann mal gucken, ob ich vielleicht auf Meta Knight gehe. Und ja, hat sich halt ein Zuschauer dann eben, der Samuel, gewünscht. Und dann dachte ich mir, ey, okay, dann hau ich den jetzt einfach instant raus. Hab mir gedacht, okay, ich könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Meta Knight trainieren eben, vor allem die alten Kombos oder so, die neuen Kombos nochmal anschauen, aber ganz ehrlich, es geht schon irgendwie klar, so Meta Knight ist jetzt auch, wie gesagt, nicht der Charakter, der den meisten Skill hier braucht in dem Game, es ist nur so, dass die neuen Kombos vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Ansprüche brauchen, ein bisschen anspruchsvoller sind. Und ja, wie ihr seht, habe ich jetzt auch schon echt länger keinen Hit mehr reinbekommen. Wie gesagt, das ist halt echt manchmal gar nicht so leicht. Oh, er muss seinen Warf nutzen. Das war echt gut von mir. Die Down Air war echt ziemlich sick eingesetzt. Weil eben, Waft ist sowas, da habe ich immer Angst gegen Mario, ne? Weil er mich mega früh aus dem Spiel nehmen kann. Aber ich glaube, für den Rest des Matches, wenn ich ihn relativ schnell jetzt mal gekillt bekomme, sollte er keinen Waft mehr haben. Frage ist das Motorrad da? Nein, brauche ich nicht. Denn ich trade mit seiner Abi mit Nutri. Das ist auch ziemlich sick auf jeden Fall. Wie gesagt, Edge Guarding geht auch definitiv fit, so das muss man sagen. Deswegen, vor allem bei Varios Recovery auch jetzt nicht allzu spezielles, ne, kann man ihn da auch relativ leicht abfangen. Das kriege ich auch noch gepunished. Hier aber kein Double Jump oder so. Und jetzt muss ich halt so langsam aber auch mal irgendwie eine Combo starten. Ja, das war natürlich komplett verkackt. Ich wollte mich eigentlich umdrehen. Hab den Input nicht hingekriegt. Und jetzt mal schauen mit Rage eventuell. Nein, wie gesagt, er droppt halt raus, ne? Frage ist halt auch, ob die API überhaupt richtig connected hätte, ne? Aber naja, ist schon okay, ne? Das ist halt genau das, was ich meinte mit, eigentlich sollte man es nicht so übertreiben wie ich, aber ich wollte jetzt halt einfach sehen, ob das irgendwie was werden kann oder nicht. Den Urge kriege ich nicht gepunished, ja stimmt, Smash hat halt lange Startup. Das war ein ziemlich guter Carry. Macht aber nichts, weil eben, wie gesagt, er ist jetzt in jedem Moment dann mal tot. Wenn ich noch Savage Hits reinbekomme, so, ich will immer mit Forward Tilt jabloggen. Ich muss mal austesten, ob das mit Down Tilt geht, weil ich kriege schon oft diese gut gespacede Back Air rein. Und ja, dann könnte ich eventuell auch daraus jabloggen. Problem ist halt nur, man kann bei einem Jabblock leider kein F-Smash kriegen, ne, weil F-Smash halt einfach, wie gesagt, zu lange braucht, um rauszukommen. Aber Down-Smash und genereller Damage ist halt schon da. Ja, okay, da wollte ich jetzt probieren, ob ich ihn eventuell catchen kann. Ne. Das sind alles so Dinge, die man eigentlich nicht tun sollte, aber ich habe es trotzdem getan. Hier gehe ich jetzt mal für Down-Throw. Und mal gucken, nein, okay, das war ein gut gesetzter Erdogs. Jetzt ist die Frage, großartiger Punish wird das jetzt auch nicht. Er hat keinen Waft, heißt, er ist jetzt noch nicht so gefährlich, dass ich wirklich komplett aufpassen muss, was ich hier tue. Aber so langsam, eben brauche ich da mal meinen Hit rein. Ist halt echt nur schade, dass Back Air out of Shield sieht für mich manchmal echt wie so eine richtig kranke Option aus. Aber es connectet halt einfach nicht. Der fliegt einfach aus der Packe raus. Aber gut, ich habe eine Savage Up hier hinbekommen, ne? Auf jeden Fall ziemlich nice. Das war immerhin mal ein Move, der connected, ne? Und dann gehen wir auf ins nächste Match dieses Best of Threes. So, dann geht's auf ins nächste Match. Und übrigens finde ich eigentlich, dass Meta Knight da in diesem Screen da, wo die Gegner sich gegenüberstehen, ein bisschen zu weit hochgesetzt ist, oder? Das hat mich beim allerersten Match von dem Part hier irgendwie komplett verwirrt, deswegen habe ich da kurz gestottert, glaube ich, weil ich mir dachte so, hä, ist das jetzt gerade ein Glitch oder ist das immer so? Aber eben, scheinbar ist das wirklich immer so. Das ist ja ein bisschen komisch,
sieht irgendwie nicht so real aus und sieht aus, als hätte da eben Smash so ein, also das Developer-Team halt so einen Fehler gemacht, aber ne. Man weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch so gewollt, weil, keine Ahnung, Meta insgesamt zu klein ist und weiter oben sein sollte. Sieht trotzdem irgendwie seltsam aus. Und ja, nächstes Thema ist auf jeden Fall, dass heute Day 11 von ja, der YTA-Challenge ist. Auf jeden Fall ziemlich krass, wir sind jetzt schon fast in der Hälfte angekommen und ich werde auch auf jeden Fall dann demnächst mal ein Update-Video bringen, wie die Challenge so allgemein jetzt bisher so lief, weil eben gesagt, wir sind in der Hälfte und dann habe ich halt vor, mal so ein Update zu machen, um euch einfach mal zu zeigen, ey, wie sieht es denn jetzt nach einer Hälfte von dieser Challenge aus, nach einer Hälfte von eben jedem Tag einem Video, wie läuft es denn da so? Gab es schon irgendwelche großartigen Probleme oder irgendwas, was euch vielleicht alle abgefuckt hat oder irgendwie so, ne? Und anderes Update ist auch, ja, bezüglich dieser Challenge eben, dass mein Kumpel raus ist. Und zwar der YCast hat die Challenge leider verkackt. Wann war es? Montag? Ja, am Montag, den 9. Dezember. Am Tag davor, genau. Hat er leider kein Video hochgeladen. Beziehungsweise er hat ein Video an dem Tag zwar hochgeladen, aber es wurde nicht rechtzeitig online gestellt, weil es noch verarbeitet werden musste. Und dadurch hat er dann für den Tag kein Video gehabt. Ne? Das sollte der Sonntag eben gewesen sein. Auf jeden Fall ziemlich RIP so, muss man sagen. Aber naja, ne? War irgendwie schon klar, dass es irgendeinen von uns auf jeden Fall erwischen wird. Dass irgendeiner mal zu wenig Zeit hat und dann echt spät das Video hochladen muss. Und ja, eben dann YouTube halt an sich auch eine Weile braucht, um das Video fertigzustellen. Deswegen auf jeden Fall Rest in Peace. Aber was man natürlich sagen muss, zum einen wird die Bestrafung durchgeführt, ne? Wir müssen uns noch genau überlegen, was für eine Bestrafung, so rohes Ei oder sowas. Ist relativ lame, sagt er zumindest, ne? Weil, naja, ein rohes Ei ist halt so ein Ding, keine Ahnung, ist jetzt nicht so unbedingt mega eklig. Er hat schon mal ein rohes Ei gegessen und Nora, also Notrix sogar auch. Notrix fand es richtig eklig. Er hat gesagt, schon nicht so geil, aber ist halt in Ordnung und man sollte eine härtere Bestrafung machen. Deswegen besprechen wir das natürlich noch, was für eine Bestrafung wir ganz genau machen, ne? Aber ja, abonniert ihn auf jeden Fall schon mal, damit ihr die nicht verpasst, weil das wird sicherlich ein ziemlich witziges Video. Man muss sicherlich irgendwas Ekliges machen, also wie gesagt, ne, auf jeden Fall abonnieren, um nichts zu verpassen. Und was er auch vorhat, ist trotzdem natürlich weiterhin aktiv eigentlich Videos zu droppen. Ich weiß jetzt nicht, ob er dabei bleiben will, eben jeden Tag ein Video hochzuladen. Aber ich denke, ich glaube zumindest, dass er es eben so gemeint hat, dass er halt einfach weitermacht, ne. Dass er jetzt, also für ihn ist die Challenge halt vorbei, aber er kann ja für sich selbst quasi nochmal so eine Challenge machen. Oder er sagt halt, er muss jeden zweiten Tag ein Video hochladen. Irgendwie sowas kann er natürlich selbst bestimmen. Bei unserer Challenge ist er jetzt aber eben raus, hat gefailt. Und ja, ne, ich wünsche natürlich weiterhin viel Glück auf YouTube. Und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, wo ihr so eine Challenge von uns drei sehen werdet. Deswegen, ja, ne, wird schon ganz geil. Und ist ja für mich zumindest noch nicht so wirklich das Ende. Und ja, auf den Erdodge habe ich gewartet, denn jetzt ist er einfach tot. Wie gesagt, Offstage ist das manchmal echt ziemlich krass. Da war ich mir einfach 100% sicher, wann er airdodgen wird, weil er das bisher jedes Mal so gemacht hat. Und ich eben dann da meine Nutribee eingesetzt habe und leider nicht connected habe. Jetzt war ich darauf vorbereitet, habe die Nutribee im richtigen Moment eingesetzt und konnte ihn relativ schnell aus dem Spiel nehmen. Die Nutribee scheint von Mario übrigens ganz gut gegen die Kombos von mir zu sein. Damit kann er den ganz gut entkommen. Aber ich sehe schon, er puncht die Dash-Tag. Puncht er falsch, ne? Er müsste das viel öfter parryen, damit das auch wirklich funktioniert. Und wow, das war ja das schlechteste DI überhaupt. Ich wusste gerade gar nicht, wie ich jetzt richtig die API von Mario hier die ein muss. Macht aber auch nichts, weil was zum einen jetzt gerade schön ist, ist, dass die Connection wieder gut ist. Ne? Also die ganze Zeit, wo ich jetzt über die Challenge geredet habe, war hier die Connection echt richtig bad, gerade gegen den Mario. Und jetzt geht's ja voll fit. Das ist schon mal was Schönes, weil Metanite ist echt kein Wi-Fi-Char mehr, muss ich auch wirklich sagen. So, in Smash 4 war es wirklich so, Wi-Fi-Char war er definitiv, weil zum einen Dashtag konnte man halt Wi-Fi viel, viel einfacher dann connecten und ja, natürlich konnten die Gegner auch weniger gegen die ganzen Kombos allgemein machen, weil man einfach nicht so gut reacten konnte, wie schnell halt die ganzen Moves draußen sind. Könnte man jetzt hier vielleicht auch sagen, aber was ich hier an Metanet halt ein bisschen schwierig finde, sind halt die Inputs. Wenn man eben zum Beispiel irgendwie sich umdrehen will, eine besondere Kombo machen will oder so, dann kann das schon sein, dass ein Wi-Fi da ziemlich gut abfuckt. Ich denke jetzt nicht, dass der Wi-Fi unbedingt schlecht ist, aber ja, er ist jetzt schon nicht so der beste Charakter und Wi-Fi und auch nicht der beste, vor allem nicht der beste Charakter im Lag. Im Lag ist es manchmal echt schwierig. Und jetzt sind wir an dem Moment angekommen, wo es wirklich nochmal spannend wird. Ja, ne? So viel dazu. Ich weiß gar nicht, warum er da jetzt seinen Warf verwendet hat. Also vielleicht den Warf-Use muss er nochmal ein bisschen üben, weil das war auf jeden Fall so ganz und gar nicht der richtige Moment. Und damit hat er sich jetzt komplett seine Kill-Opportunity genommen. Ich meine, klar, wie gesagt, Metanet hat es schwer zu killen. Heißt, er hätte schon noch
den Kill bekommen können, aber dadurch, dass er jetzt halt keinen Waff mehr hatte, musste ich ihn auch nicht mehr so respektieren, ne? Und ja, ich sehe gerade schon die Uhrzeit und so wie es aussieht, müssen wir jetzt ins letzte Match gehen. Kein Best of Three oder so, einfach noch ein einziges Match. Also, let's go. So, als letzten Gegner müssen wir gegen eine Bayonetta spielen. Und ja, ich war gerade so ein bisschen erstaunt, weil zum einen Bayonetta spielt noch jemand, den ich jetzt nicht kenne. Und zum anderen Bayonetta ist ja witzigerweise genauso ein Char, der in Smash 4 extrem krass war und hier jetzt nicht mehr wirklich. Vor allem, weil eben sehr vieles, auch was sie damals in Smash 4 hatte, nicht mehr so großartig funktioniert. Ist eigentlich der gleiche Fall wie Meta Knight so. Die Kombos an sich sind schon noch da, aber sie connecten nicht mehr so gut und sie killen nicht mehr so gut. Also eben, das war gerade das, was ich so ein bisschen witzig fand. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich glaube ich mit Meta Knight gegen Bayonetta hier ganz gut verkacken könnte. Weil ich mit Meta Knight bisher eigentlich ziemlich viel Buttons gepresst habe, muss ich zugeben. Ne? Vor allem sehr viel A natürlich. Und ich glaube, dass Bayonetta dagegen mit der Witch Time halt ganz gut ist. Ne? Vielleicht müsste ich hier mehr Patient spielen. Guck jetzt mal, dass ich mehr drauf achte. Aber eigentlich habe ich mir mit Meta Knight jetzt schon voll angewöhnt, voll oft so auf Dash Deck und sowas zu gehen. Vor allem, weil eben der Grab, ihr seht es ja auch gerade, die Grab Range ist nicht mehr ganz so geil. Man kann sein Grab nicht mehr ganz so gut connecten. Und ja, Offstage gegen Bayo ist natürlich auch so ein Ding. Sollte man jetzt nicht unbedingt machen. Ne? Ihr habt es da gerade gesehen, ich wurde richtig easy gekillt, wo ich es probieren wollte. Hätte ich eher nicht so machen sollen. Ich weiß nicht, ob ich denke, ich kann eigentlich Side-B und sowas ganz gut abfangen von ihr. Ne? Also Offstage halt, Offstage, Side-B und Up-B und sowas. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass das Matchup hier nicht mehr ganz so geil ist für Meta Knight. In Smash 4 ging es ja auf jeden Fall noch fit, weil Meta Knight insgesamt ein besseres Neutral hatte und halt ja einfach Kombos, die viel besser funktioniert haben. Währenddessen hier ist es halt so, dass ich jetzt auch selbst ewig brauche, um einen Kill zu bekommen und meanwhile halt komplett weggekommut werden kann. Da kommt natürlich genau im richtigen Moment der Lag raus und mein Jump-Input wurde gefressen und es hat einen Up-Smash gemacht. Eigentlich wollte ich ihr Landing auf der Plattform eben perfekt mit einer Back oder sowas punishen, aber natürlich muss sie genau dann in dem Moment lecken und das ist halt, ja, was soll man dazu sagen, das ist halt einfach traurig ist das. Und okay, das wird halt kein Kill, da hat sie sich auch SD'd. Ne, der Lag hilft ihr jetzt, glaube ich, auch gerade nicht unbedingt. Ne? Aber ist halt schon nicht geil, dass wir hier im Lag jetzt unser letztes Match machen müssen. Aber naja, was soll man tun? Ne? Bin ja kein Meta Knight Pro und auch Meta Knight ist so ein Charakter, den ich danach wahrscheinlich nicht mehr spielen werde. Also naja, ist schon okay. Und ich glaube, ich weiß sogar schon, welchen Charakter ich als nächstes spielen werde, der ja eigentlich so ähnlich wie Meta Knight ist. Nur jetzt nicht mit vielen Jumps, sondern ja, einfach halt grounded so, ne? Mit zwei Jumps, ganz normaler Second Jump Charakter. Und jetzt aber mal zurück noch kurz zum Match. Und zwar probiere ich trotzdem noch das irgendwie zu comebacken, auch wenn es nicht ganz so gut aussieht gerade. Habe ich schon noch das Gefühl, dass ich es schaffen könnte, wenn ich einfach mehr darauf achte, was die Bayo hier so macht. Und ja, ne. Kombos kriege ich ab, aber wie gesagt, es killt halt nicht. Das ist halt so der größte Vorteil, den man hat. Und ja, das ist wie gesagt, wenn der Gegner seine Recovery delayed, dann ist es schon schwierig, die Nutebi hier richtig zu connecten. Weil ja, die ist nicht ganz so lange draußen und man muss sich halt auch wieder zurück zur Stage bewegen. Weil eben ansonsten, kommt man halt gar nicht mehr zurück. Ne? Man darf halt nicht so lange auf Stage bleiben, ist das, was ich sagen wollte. Und ja. Ihr habt es gesehen, ich habe ganz gut mit ihm getradet, das ist ja das, was ich meinte, so dass ich die Side-Piece von ihm im richtigen Moment, wenn ich es halt im richtigen Moment mache, ganz gut abfangen kann. Und jetzt sind wir gerade auf einem guten Weg, es hier wieder komplett zurückzuholen. Ich passe gerade ein bisschen mehr auf, einfach was er nutzt, habe mich aber da noch von der Up-Air treffen lassen, Up-B meine ich natürlich, ne? Aber selbst da bringt es jetzt auch nichts mehr großartig. Oh, das war schön gemacht. Jetzt nur gucken, dass ich den eben Tech-Chase nicht abbekomme und wow, sie ist mit der Dash-Check durch in mein Shield gegangen. Ich wusste gar nicht, was das Bayo mittlerweile machen kann. Ja, die Witch Time, mit der rechne ich jetzt auch viel öfter gerade. Trotzdem wird es schwierig, jetzt den Kill zu bekommen, weil, ja, wie gesagt, Meta Knight ist halt nicht der beste Killer. Und eine Witch Time und ich bin halt instant weg. Okay, so auch eine schön benutzte Side-B. Oh, das hätte ich besser timen müssen. Ich hätte wieder mit dem Air-Dodge von ihm rechnen müssen. Das war schön gemacht, aber Afro sollte noch nicht killen. Ne? Drücken auf noch nicht. Wahrscheinlich dann bald. Und jetzt muss ich irgendwie landen, habe ich zum Glück hinbekommen. Holy shit, Alter, ich habe so viel Prozent, ich bin literally jeden Moment einfach tot. Ich glaube nicht mehr, dass ich das jetzt irgendwie noch schaffen kann. Sei denn, ich krieg so einen Savage F-Smash rein, wenn sie eine Side-B macht. Ja, Perry ist da. Krieg ich die Up-B? Ja, krieg ich, aber sie killt nicht. Ist aber auch egal, weil den Damage habe ich jetzt doch schon wieder rausgeholt. Und natürlich kommt jetzt wieder der Lag, Alter. Der will mich doch ernsthaft wieder verarschen. Bin ich tot? Okay. Ja, schade auf jeden Fall. Schade.
Ich will es jetzt nicht auf den Lack schieben, aber es wäre definitiv nochmal ein bisschen einfach gewesen, wenn der jetzt nicht da gewesen wäre. Dann hätte ich halt besser auf noch ein paar Sachen reacten können. Aber gut, ist okay. War eigentlich trotzdem ein nicer Part dafür, dass ich Meta halt eben auch so relativ wenig gespielt habe. Ich hoffe, ihr ja, konntet euch ein bisschen irgendwas abschauen. Und eben, wie gesagt, macht's auf jeden Fall nicht wie ich und geht für Smash-4-Kombos, weil die funktionieren mittlerweile einfach nicht mehr. Lernt die ja, Meta-Kombos, die jetzt so am Start sind, mit Down Air, die ich halt nie gemacht habe. Und dann würde ich wie immer sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss an alle meine Gegner. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.